Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Market Update von IG. Die laufende Woche hat alles andere als gut begonnen. In den ersten beiden Handelssitzungen geht es abwärts. Gestern wurde dem chinesischen Finanzminister die Schuld für die Kursverluste zugeschoben. Heute haben die Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland, Frankreich und die Eurozone die Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett gedrückt. Aktuell streiten sich Bullen und Bären um die charttechnische Unterstützung bei 9.631, 9.647 Punkten und die steigende gewichtete 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 9.601 Zählern. Bei einer erfolgreichen Verteidigung der genannten Marken könnte erneut ein Angriff auf den Widerstandsbereich bei 9.800 Punkten eingeleitet werden. Der Terminkalender hat in dieser Handelswoche nicht allzu viel zu bieten. Am morgigen Handelstag steht der IFO-Geschäftsklimaindex zur Veröffentlichung an. Allgemein wird mit einem Wert von 105,8 bis 105,9 gerechnet, nach zuvor 106,3. Der DAX gibt zur Stunde um 1,3% auf 9.621 Punkte nach. Eine leichte Erholung ist auch an den Devisen- und Rohstoffmärkten zu beobachten. Der Euro-US-Dollar sowie der Goldpreis können sich leicht erholen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.